So, weiter geht's mit einem sehr, sehr verwirrenden Fall. Es geht um Kunstfälschung und vergiftete Briefmarken. Ich bin gespannt, wie Sie mir erklären wollen, dass eine 12-Jährige schon als Kunstfälscherin aktiv war. Aber hey, gehen wir rein. Möchtest du die nächste Exp Die nächste Sp Episode? War das immer so? Nehmen wir an, ja. Ja, okay. 8. Oktober, 13:24 Uhr. Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 6. Uiuiuiuiui. Okay. Wo genau führt uns das hin, Apollo? Nun, nun. Der Drew Misham, der umgebracht wurde, war im Grunde nicht Drew Misham, der Fälscher. Na schön. Wer war er dann? Nun, er war eigentlich. Macht ihre Nägel. Aber warum macht sie das die ganze Zeit? Sie haben diese Fälschungen also wirklich hergestellt? Ernsthaft, warum malt sie jetzt immer das? Soll mir dieses Ding was sagen? Diese Eins mit diesem. Ich sag jetzt mal, mit der Landschaft mit dem Baum? Warum malt sie den Smiley nicht mehr? Das irritiert mich. Das irritiert mich sogar sehr. Ja, für Vater. Ich weiß, es war falsch. Könnten Sie uns erklären, erzählen, wie das alles kam? Vater war Maler. Ich liebte das Malen seit meiner Kindheit. Eines Tages saß Vater in mir. Er sah, dass ich das Talent hatte. Hat das Phoenix Wright nicht auch zu uns gesagt? Das Talent zum Herstellen von Fälschungen? Wie soll ich sagen? Ich stellte nicht nur Gemälde her. Abhängig vom Material konnte ich alles herstellen. Alles? Da ist das Smiley wieder. Vater war so stolz und ich war so glücklich. Aber letztlich machte ich diese Fälschungen? Ich hatte weder gute Konstitution noch Persönlichkeit. Ich weiß nur sehr wenig von der Welt draußen vor meiner Tür. Und jetzt ist wegen mir mein Vater. Wissen Sie über diesen roten Umschlag Bescheid? Ich erinnere mich an den Umschlag. Es ist schon einige Zeit her. Sie sind also schon in Ihrer. Sie haben damals schon Ihre Werke hergestellt? Warum konnte nicht Kindheit sagen? Ich fing schon damit an, als ich 12 war. Also war die Person, die das mit der vergifteten Briefmarke herausgefunden hat. Mr. Justice, die Zeit ist um. Kommen Sie bitte in den Gerichtssaal. Wie sollte das eine 12-Jährige rauskriegen? Gut, keine Zeit mehr. Warten Sie, Vera! Nur noch eine Sache, bitte! Diese drei Gemälde im Studio! Die habe ich gemalt als Teil meiner Arbeit. Richtig! Wir haben sie untersucht und herausgefunden, was sich darunter befand. Wir sahen die Rohskizzen unter den drei fertiggestellten Gemälden. Ich verstehe. Mr. Justice. Ja?
Vater erkannte sie. Sie alle beide. Ihr verstorbener Vater? Gumshoe? Obwohl, der kennt Apollo nicht. Er beobachtete, sammelte Informationen. Aber warum? Alles über die Anwaltskanzlei Wright und Partner. Aber warum? Aber in letzter Zeit haben wir uns nicht nur um juristische Dinge gekümmert. Haben wir nicht? Ja, sie machen Tricks, Gags zum Lachen und spielen Klavier. Nun, das sind keine wirklichen Gags. Doch als Vater hörte, dass sie wieder juristisch tätig wurden, war er sehr erfreut. Wer war Mr. Misham? Woher soll ich das wissen? Was ist, wenn er Paps Vater war? Oh, das wäre ein Twist. Das wäre ein krasser Twist. Und ich würde es Felix Wright nicht... Ich würde es nicht ausschließen wollen, dass Phoenix Wright niemanden von seinem Vater erzählt und seiner Fälscherschwester und uns dann auf den Fall ansetzt, wo sein Vater zu Tode gekommen ist. Es ist möglich. Anhand des Alters ist das meiner Meinung nach ziemlich unwahrscheinlich. Wieso? Moment. Phoenix Wright ist 52, 33. Wieso? 19. Kann er doch machen. Warum nicht? Ich hätte es nicht für unwahrscheinlich. Warum nicht für ziemlich unwahrscheinlich? Es wäre was anderes, wenn da jetzt 42 stehen würde, aber mit 52? Sure. Die Dinge sind schon kompliziert genug mit all den verschiedenen Vätern. Wir wissen, Vera, die Tochter des Opfers, war die Fälscherin. Was bedeutet das für den Fall? Ich denke, das finden wir gleich heraus. 8. Oktober, 13.36 Uhr, Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 3. Ich finde übrigens sehr faszinierend, dafür, dass wir ja keine Zeit mehr hatten, konnten, um herauszufinden, was sie jetzt nun genau sagen wollte, hatten wir die Möglichkeit, nochmal was ganz anderes in unfassbarer Länge auszuführen. Aber naja, Prioritäten. Das Gericht ist wieder versammelt. Vera wirkt sehr angespannt. Sie kaut sich regelrecht die Fingernägel ab. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Guck dir go. Gift ist im Nageldack. Schau nur zu. Vielleicht erzählen Sie uns zuerst einfach, wie das alles abgelaufen ist. Wie haben Sie diese Person, den Fälscher Drew Misham, erschaffen? Schon wieder dieses Starren. Sie starrt noch Löcher in seinen Kopf. Oh, das wäre doch geil. Ich weiß, du kannst es nicht akzeptieren, aber er ist ein gut aussehender Kerl. Was ist da zu akzeptieren? Na schön, junge Dame. Wenn Sie so gütig wären, haben Sie diese verabscheuenswürdigen Fälschungen hergestellt? Wieso denn verabscheuenswürdig? Wenn Sie so verabscheuenswürdig wären, wären Sie schlecht. Sie sind aber gut. Sie sind sehr gute Fälschungen. Vielleicht wollen Sie doch lieber meine Frage beantworten. Waren Sie diejenige, die das Gemälde hergestellt hat, das
verblüffende Duplikat. Ah, ja. Das habe ich gemalt, ja. Vater hat mich sehr dafür gelobt. Also, war sie diejenige, die die Fälschungen herstellte? Trotzdem wollte sie die Wahrheit dahinter nicht preisgeben. Das Opfer war Tarnung, also ein Lockvogel. Für die ganze Welt war er der Fälscher, nicht sie. Ich habe was Schlechtes getan, nicht wahr, oder? Trotzdem brauchen wir ein paar weitere Informationen. Zum Beispiel hierzu. Kommt dir Ihnen bekannt vor? Ja. Ja, der lag in der Schublade. Na schön, Sie dürfen mit Ihrer Aussage beginnen. Erzählen Sie uns alles, was Sie über diesen Umschlag wissen. Zeugenaussage. Der rote Umschlag. Ich erschuf die Dinge und Vater hat sie verkauft. Dieser Umschlag kam nach meiner ersten Arbeit, die kein Gemälde war. Vater handelte es aus, alles. Ich erhielt die Briefmarke aus dem Umschlag. Das ist also die besagte Briefmarke, okay? Faszinierend. Nach diesem Job zogen wir dann in das derzeitige Studio. Ihre Aussage war sicherlich in vielerlei Hinsicht interessant. Nicht, dass die Zeugin es bemerkt hätte. Na schön. Beginnen wir mit dem Kreuzverhör. In Ordnung. Okay. Ich brauche mehr Informationen über diesen Fälscher. Diesen Drew Misham. Kreuzverhör. Der rote Umschlag. Ich erschuf Dinge und Vater hat sie verkauft. Moment mal. Also, diese Dinge, die sie gemacht haben... Damit meinen Sie Gemälde, die identisch mit anderen Gemälden sind, oder? Je ähnlicher sie einander waren, desto zufriedener war Vater. Und ich auch. Sie sind noch ziemlich jung. Wann haben Sie mit dieser Arbeit angefangen? Als ich mein erstes Gemälde verkaufte, war ich 12 Jahre alt. Euer Ehren. Sie hat doch keine Ahnung, dass sie etwas Verbotenes tat. Einspruch. Ganz ruhig, kleiner Anwalt. Sie sind nicht hier, um sie gegen den Vorwurf der Fälschung zu verteidigen. Da ist was dran. Bitte sagen Sie uns noch mehr über diesen Umschlag. Diesen Umschlag, der sehr wahrscheinlich Ihren Vater umgebracht hat. Gut. Dieser Umschlag kam nach meiner ersten Arbeit, die kein Gemälde war. Moment mal! Mit die kein Gemälde war, meinen Sie, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich Gemälde bearbeitet haben? Ja. Aber Vater hatte etwas erkannt. Er erkannte, dass mein Talent über Gemälde hinausragte. Zum Beispiel? Zum Beispiel einen Brief, den jemand geschrieben hat. Oder einen Fingerabdruck auf einem Becher. Oder eine Unterschrift auf einem Dokument. Einen Siegel auf einem Brief. Oh, klasse. Ich verteidige eine ausgebuffte Profikriminelle. Sie war ein Kind, als sie das gemacht hat. Und sie wurde dafür erzogen. Ich bin mir ziemlich sicher, erstens
ist sie nicht dafür vor Gericht, deswegen kann sie dafür aktuell nicht verurteilt werden, glaube ich. Und selbst wenn, zweitens, kann man bestimmt einen guten Fall draus bauen, dass man sagt, sie war 12 und sie wurde zur Fälscherin erzogen. Und dadurch, dass sie aufgrund ihrer Kindheit halt Tatsache auch nicht so volles Bild von der Außenwelt hat, kann man, glaube ich, auch sagen, ja, okay, mildernde Umstände. Und wäre schon zu Schaden gekommen. Obwohl, streichen wir das, sie hat Beweismittel gefälscht. Den letzten Satz bitte aus dem Protokoll streichen. Aber ansonsten, ja, ja, fein. So, jetzt kann ich mich nur ein bisschen gerader sitzen. Und die 100.000 Dollar, die in diesem Brief versprochen wurden, waren der Anfang. Der Beginn eines neuen Geschäfts für Drew Misham. Eines neuen Geschäfts? Die Herstellung von Objekten, die in Kriminalverfahren verwendet werden. Beweisfälschung. Mit anderen Worten. Oh. Vater, handelte es alles aus? Moment mal! Sie wussten also nicht, wie die Dinge, die sie herstellten, verwendet wurden? Ich liebe das mal. Ich glaube, ich verstehe. Miss lebt in einer ungewöhnlichen kleinen Welt. Können Sie uns sagen, was mit den Dokumenten in diesem Umschlag geschehen ist? Vater hat sie unterschrieben und zurückgeschickt, glaube ich. Hat er die Anweisungen befolgt? Senden Sie den beigefügten Umschlag mit beigefügter Marke? Das ist ein sehr wichtiges Detail. Denken Sie gut über Ihre Antwort nach. Ich erhielt die Briefmarke aus dem Umschlag. Moment mal! Was meinen Sie damit, dass Sie sie erhalten haben? Habe ich was Falsches getan? Sie haben diese Briefmarke nicht benutzt, weil sie gefährlich war, oder? Tödliches Gift. Auf der Rückseite. Atroquinin. Einspruch. Ein Moment, Stirny. Sie können die Zeugen nicht zu einer Antwort zwingen. Ich könnte schwören, du hast vorhin mit dem Reporter was viel, viel Schlimmeres gemacht, indem du ihm gesagt hast, ja, aber wenn das jetzt hier fertig ist mit der Verhandlung und niemand verurteilt wird, dann haben sie ja auch keine Story und dann sind ihre Exklusivrechte weg. Du blödes Wichser-Arschloch hast viel, viel Schlimmeres gemacht, als dass ich ein bisschen nachhake, was nun mit dieser Briefmarke passiert ist. Ochse. Vielleicht verraten sie es mir ja. Oh, ich könnte im Strahl kotzen, wie er sich selber liebt. Warum haben sie diese Briefmarke erhalten? Und was ist jetzt nun an deiner Fragestellung anders als an meiner? Stimmt etwas nicht? Sie war wunderschön. Ah, Sie meinen, es war eine Gedenkmarke. Was habe ich vorhin gesagt? Nein, 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 die haben die Falle erkannt und deswegen haben sie die eingerahmt als Warnung. Und warum sollte er dann diese Falle plötzlich wieder verwenden? Ihr blöden Pisser! Und diesen ganzen Subplot von wegen, sie ist die echte Fälscherin, hätte es nicht gebraucht. Das ist das Ding, was ich die ganze Zeit behauptet habe. Wer sagt denn, dass er erkannt hat, dass da Gift drin war? Niemand hat es erkannt. Sie haben die scheiß Briefmarke aufgehoben, weil sie schön war. Ihr seid alle zu dämlich zum geradeauslaufen. Es ist unglaublich.
Das meine ich halt. Warum wird das jetzt hier wieder so gestreckt? Das hat vollkommen ausgereicht, zu sagen, ey, sie haben es nicht gerafft, dass die Briefmarke vergiftet ist. Und nun musste er diese Briefmarke halt verwenden, um einen wichtigen Brief wegzuschicken. Dieser gelbe Brief ist die entscheidende Information von vorhin. Was ist in diesem gelben Brief drin? Wo geht er hin? Und warum halten wir nicht plötzlich bei der Post an und sagen, ey, ihr habt vielleicht einen hochgiftigen Brief in eurem Besitz. Also könnt ihr mit bitte nach allen gelben Briefen gucken, den ihr in diesem Postleitzahlenbereich aufgesammelt habt. Dankeschön. Das ist die entscheidende Information. Nicht der ganze Bums hier mit, oh, sie ist die Fälscherin. Als hätte das irgendeine Relevanz. Ah, Sie meinen, es war eine Gedenkmarke? Ja, ich glaube, das war sie. Also, Sie wussten nichts von dem Gift? Ich schätze nicht. Also ist die Falle nur durch Zufall nicht zugeschnappt. Und das hat vorhin keiner von euch Flachflöten jemals für möglich gehalten. Nein, 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 nein. Ihr habt nur unterfragt, ja, wenn er das erkannt hat, dass sie vergiftet war, warum sollte er sie dann 7 Jahre später verwenden, wo er doch wusste, dass sie vergiftet ist? Ihr seid so eine Tröten, ernsthaft. Dank dieser Gedenkmarke. Das war ganz schön knapp. Nach diesem Job zogen wir dann in das derzeitige Studio. Ich weiß immer noch nicht, was wir jetzt noch haben wollen. Die wichtige Information haben wir. Warum hat Drew Grisham, Misham, die Briefmarke verschickt, obwohl er wusste, dass sie vergiftet ist? Antwort, er wusste nicht, dass sie vergiftet ist. Case closed. Können wir bitte jetzt sagen, sie ist unschuldig, Fall abgeschlossen, tschüss und gute Nacht? Das ist so dumm. Aber gut, warum seid ihr umgezogen? Sie meinen, Sie sind ins Studio Drew gezogen? Ja, wir haben dort nur sehr wenige Leute gesehen. Ich begann mit Bilderbüchern zu malen. Dieser eine Job hat sie mit der kriminellen Unterwelt verbunden. Ich schätze, Mr. Misham wollte in unserer Welt untertauchen. Wenn wir uns mit jemandem aus irgendeinem Grund treffen mussten, hat Vater so getan, als hätte er das Werk geschaffen. Also das war das Geheimnis von Drew Misham. Sie haben die Arbeit gemacht und er war das öffentliche Gesicht. Also, Sie wussten wirklich rein gar nichts, oder? Sie hatten keine Ahnung, in welcher Gefahr Sie schwebten. Anscheinend nicht. Was diese Gedenkmarke angeht, könnten Sie uns etwas mehr darüber sagen? Sie war sehr schön. Und mehr als das. Ja? Sie zeigt ein Bild mit Menschen, die ich damals gerne mochte. Das ist mal was Neues. Anscheinend haben wir da ein Kreuzverhör vor uns. Ich wüsste nicht warum. Ich wüsste halt wirklich nicht, warum das eine Relevanz spielen sollte für den Fall. Vor allem aus Sicht der Staatsanwaltschaft, wie diese Briefmarke aussah. Ob da jetzt nun Phoenix Wright drauf ist, die Mickey Maus oder keine Ahnung. Snoopy. Oder der Papst. Es ist scheißegal. Wir haben jetzt den Fall abgeschlossen. Es ist klar bewiesen, sie hat ihren Vater nicht umgebracht.
Genauer genommen, niemand, der bis jetzt in diesem Fall vorhanden ist, hat den Vater umgebracht. Wenn man jetzt weiter ermitteln will, sollte man das über die Post tun. Again, ein hochgiftiger Brief ist irgendwo unterwegs. Und da ist noch dieser Brief, rote Briefumschlag, der ja scheinbar ohne Adressaten abgeschickt wurde, was ich merkwürdig finde, weil schließlich sollte da ja ein Handel stattfinden. Schicken Sie es mit der markierten Marke zurück. Zurück wohin? Oder stimmt da noch was von dem Briefumschlag? Da stand doch nur was von der Marke, oder nicht? Im beigefügten Umschlag. Ja, okay, fein. Okay, gut, dann ist das mit dem Umschlag geklärt. Aber trotzdem, der Abschnitt ist hier vollkommen für den Arsch jetzt. Warum muss ich wissen, was auf dieser Briefmarke drauf ist? Wenn Sie so freundlich wären, mit Ihrer Aussage fortzufahren, Miss. Die Briefmarke zeigte meine Lieblingszauberer, also behielt ich sie. Ah! Das ist so gekünstelt, als würde irgendein Gericht sich dafür interessieren, dass die Grammarys auf dieser scheiß Briefmarke sind. Es ist nachgewiesen, dass die vergiftete Briefmarke halt wirklich, dass es einfach dumm gelaufen ist. Gott. Moment mal. Zauberer? Ich liebe mysteriöse Dinge schon immer. Obwohl sie in Ohnmacht fiel, als sie Mr. Hut sah. Wirklich? War das ein Ding? I can't remember. Du verwechselst mysteriös mit ausgeflippt. Vater nahm mich mit, als ich noch sehr klein war. Es war eine große Zaubershow. Ich liebte sie über alles. Siehst du? Siehst du? Ist Zauberei nicht großartig? Zauberei hat potenziell zwei Menschen getötet. Aber hey, ja, natürlich. Natürlich. Fein. Toll. Ja, sicher. Kein Grund zur Aufregung. Aber die Zaubertruppe löste sich kurze Zeit später auf. Ich war ziemlich traurig darüber. Hat sie gerade gesagt, was ich meine, dass sie gesagt hat? Zauberertruppe? Wo habe ich das nur schon mal gehört? Ja, vielleicht guckst du einmal nach rechts. Und was du da siehst, Apollo, ist vielleicht schon ein Tipp. Der rote Umschlag kam, nachdem sie ihren ersten Job erledigt hatte. Also ist der Brief von ihrem Kunden, wer auch immer eine Fälschung brauchte. Apollo! Wir haben es fast. Wir müssen das Puzzle nur noch zusammensetzen. Eine tödliche Waffe in einem roten Umschlag. Und der Weg, den sie nahm, um Drew Misham das Leben zu nehmen. Ich habe so einen Hass gerade. Was soll denn das? Warum beschäftige uns damit? Ich weiß, warum. Auf einer Metaebene weiß ich es, aber es ist halt. Wenn ich bedenke, was hier schon an anderen Stellen abgecancelt wurde in diesem Gerichtssaal, von wegen, es ist nicht irrelevant, machen Sie jetzt mal einen Schluss hier und was soll der ganze Scheiß? Und jetzt unterhalten wir uns darum, was auf einer verfickten Briefmarke war? So, was will ich jetzt aus? Versuch was. Einspruch! Diese Zauberer, die Sie so mochten, war das der Haufen hier? Verstehe. Trotzdem wundere ich mich.
Warum sollte man so eine Gedenkmarke einem Geschäftsbrief beifügen? Vollkommen unrelevant für den Fall. Gute Frage. Nun, hübsche Briefmarken sind immer besser und die Grammarite-Truppe ist unschlagbar. Au, ich hab mir auf die Zunge gebissen. Oh. Aber der ganze Mordplan ist deswegen gescheitert. Zufall. Ironie, nicht wahr? Staatsanwalt Kevin! Staatsanwalt Kevin! Grammarai. Was hat Kevin denn? Vielleicht weil Grammarai schon bei seinem letzten Fehlschlag dabei war, aber hey, was weiß ich. Dürfte ich dir Zeugen eine letzte Frage stellen? In ihrer Aussage sagten sie gerade, diese war ihre erste Arbeit, die kein Gemälde war. Bitte sagen Sie, was genau haben Sie gemacht? Dürfte ich fragen, warum? Nein. Beantworten Sie die Frage. Schnell! Staatsanwalt Kevin! Sie sind eigentlich nie derjenige, der dessen Ton mir nicht gefällt. Ja, schade eigentlich. Ja, es passt nicht zu mir. Verzeihung. Aber ich muss es wissen. Bitte, Miss Misham, sagen Sie es mir. Es war ein Buch. Eine einzelne Seite in einem Buch. Ein Buch? Bitte genauer. Und warum steht Buch die ganze Zeit in Anführungszeichen? Es war ein handgeschriebenes Buch, wie ein Tagebuch. Nein! Ich kann es nicht. Nein! Sind jetzt. Was ist mit Staatsanwalt Kevin? Er sieht aus, als hätte er einen Geist gesehen. Tja, wer weiß? Miss Misham, dieses Buch war auf der Rückseite ein Bild mit einem Seidenhut. Ja? Was ist ein Seidenhut? Woher wissen Sie das? Woher haben Sie das gewusst? Einspruch! Staatsanwalt Kevin! Die Angeklagte beantwortet all Ihre Fragen! Hören Sie auf, sie so zu löchern! Er hat Ihnen nichts gesagt, nicht wahr? Ihr schmutziger, besudelter Mentor. Nichts! Besudelt? Hä? Wer? Phoenix Wright, wer sonst? Paps! Er hat Ihnen nie etwas über den Prozess vor 7 Jahren erzählt? Als er seine Anwaltsmarke verloren hat? Es war ein ganz bestimmtes Beweisstück, das sein Schicksal entschied. Ein gewisses Tagebuch. Auf seiner Rückseite war ein Seidenhut abgebildet. Was? Phoenix Wright hat durch einen gefälschten Beweis den Beruf verloren. Und der Fälscher, der diesen Beweis hergestellt hat, ist dieses Mädchen, das dort vor mir steht? Vera, sagen Sie es uns. Der Beweis, den Sie fälschten, wurde vor 7 Jahren vor Gericht verwendet. Woher sollte sie das wissen? Wer bat Drew Misham, Sie diesen Beweis zu fälschen? Wer zum Henker? Wer war es?
haben uns nur einmal getroffen. Sie haben den Kunden getroffen? Okay, jetzt wird's interessant. Und wer war es? Es war... Sag jetzt nicht Phoenix Wright. Was ist mit Vera los? Sie starrt wieder. Staatsanwalt Gavin. Oh! Hahaha, ich wusste es. Es war Gavin 2. Was? Was? Ist etwas mit meinem Gesicht? Ich erinnere mich deutlich. Ich erinnere mich daran, wer mir das Buch gegeben hat. Das Tagebuch. Wer war es? Vera! Oh, die Szene haben wir gesehen! Der Teufel. Plumps. Deine Vermutung. Ach so, der Nagellack meinst du? Ja. Die Angeklagte. Vera Misham. Zustand bewusstlos. Diagnose akute Atoquinin-Vergiftung. Damit endete die Aufzeichnung des Prozesses über den Mord an Drew Misham. Vera Misham wurde während der Verhandlung von einem Unbekannten vergiftet. Die Dosis war fast tödlich, aber die Angeklagte kam mit dem Leben davon. Wie kann ein... Auszeit. Ich wünsche niemandem den Tod. Aber wie kann eine Dosis, die bei einer geringen Dosis von 0,002 Milligramm tödlich ist. Wie kann man eine fast tödliche Dosis von verabreichern? Moment, wie viel sind 0,00? Wie groß sind Regentropfen? Das ist jetzt wichtig. Das ist nämlich vollkommen bescheuert. Regentropfen. Größe. Okay. Regentropfen 1,5 Millimeter. Das heißt, dadurch, dass ja man sagen kann, glaube ich, Wasser hat ja, also bei Wasser kann man das zusammenrechnen. Das heißt, ein Regentropfen hätte schon mehr Dosis als das, was zum Tod führen würde. Das ist so insane. Das meine ich halt, sie haben viel zu wirksames Gift genommen, viel zu krasses Gift. Wenn sie nur eine Null oder besser beide Nullen weggenommen hätten von dieser tödlichen Dosis, ich bin ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte mir sogar eine Null gereicht, aber 0,002 Milligramm. Das ist halt nichts. Und ich bin mir ziemlich sicher, vom Nagelkauen würde man mehr als diese 0,002 Milligramm aufnehmen. Und jetzt kommt der Fall von vor 7 Jahren. In dem Fall kommen alle alten Songs wieder und andere alte Personen. Ich liebe die alte Phoenix Wright Musik, wenn Zeugen aussagen. Viel Spaß mit dem Fall. Ja, ja. Sie befindet sich derzeit in Intensivpflege und darf auf keinen Fall gestört werden. Auf den ersten Blick ein sehr einfacher Fall, bis er schließlich doch noch seinen wahren Charakter offenbarte. Der lange Weg zur Wahrheit bringt uns zunächst zu einem anderen Prozess. Hi, Phoenix! Gut siehst du aus! In mancher Hinsicht war es der Startpunkt von allem. Von mir fällt gerade auf, wir haben seine Stachelfigur-Frisur gar nicht mehr gesehen. Durch diesen blöden Hut. Da die Musik, ja. Ich freue mich mehr, dass ich jetzt endlich mal wieder mit meiner normalen Stimme sprechen darf und nicht die ganze Zeit Apollo sprechen muss.
In mancher Hinsicht war er der Startpunkt von allem. Gott, dieser Wichser, Alter. Es ist mir eigentlich egal, welcher der beiden Gavins es ist. Die sind beide so selbstverliebt. Ich könnte jetzt richtig böse Sachen sagen, aber ich lasse es. Und genau dorthin müssen wir gehen. Oh! Oh! Guck sie euch an! Sie ist die Fusion aus Pearls und dem Headkit. Um die ganze Wahrheit zu erfahren. Guckt euch das an. Das ist so niedlich. Wenn sie jetzt noch diesen Tanz machen würde, diesen Headkit-Tanz. Gott, ist das niedlich. Aber ich finde witzig, dass sie wirklich in ihre Klamotten reingewachsen ist. Es ist derselbe Umhang und derselbe Hut. Nur, dass es viel, viel, viel zu groß ist für sie. Oh, ist das niedlich! Den Smugdance, genau, den Smugdance. Oh, ist das... Ah, sie ist so knuffig. Erzähl's nicht Pearls, aber ich finde sie tatsächlich noch viel knuffiger als Pearls. Um die ganze Wahrheit zu erfahren. Fortsetzung folgt. Ernsthaft? Das habt ihr jetzt nicht mehr in das andere Ding reingekriegt? Egal. Wir machen jetzt keine Aufnahmepause, das geht durch. Ich verstehe nicht, warum man das jetzt nicht irgendwie... Egal. So, weiter geht's. Ja. Aber ich weiß gar nicht, habe ich irgendeinen Beweis vorgelegt jetzt eben? Habe ich irgendwas gemacht? Oh, ich muss schneller sein jetzt, okay. Ich habe verloren. Das ist doch nur ein Pokerspiel. Ein Spiel, das ich schon lange spiele. Und bei dem ich erst zweimal verloren habe. Gegen wen hast du das erste Mal verloren? Gegen den Mann, den ich umgebracht habe, versteht sich. What? Nun, es scheint so, als hätte ich den Partner gefunden, den ich schon immer gesucht habe. Bei einem Kartenspiel? Aber ja, bei einem Kartenspiel. Ah, ich war zu langsam. Da bin ich ihm zum ersten Mal begegnet. Vor 7 Jahren. 7 Jahre zuvor. Phoenix Wrights. Letzter Fall. Das ist tatsächlich ein anderes Bild! Stimmt, und jetzt, wo ich sehe, erkenne ich es auch wieder. Und irgendwie wirkt alles ein bisschen anders, ne? Die Couch ist anders. Ich würde sagen, alles ist in so einem kräftigeren Rot. Die Ausstattung ist komplett anders. Aber vor allem das Bild. 19. April, 9.27 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Das ist alles von Phoenix Wright, der allererste Teil. Ja, das muss ja von Phoenix Wright sein, logischerweise, aber ich muss mal darauf achten, was ich... Also beim Bild ist es klar, weil da sehen wir dann inzwischen ein Bild vom Richter. Ich glaube, die Pflanze ist nicht da und ich meine, alle Möbel, die jetzt so ein Rotbraun haben, sind heller. Aber, jetzt bin ich gespannt. Aber. Boing, boing, boing. Du hast keine Helferin, du bist völlig allein. Das spielt, nachdem Maya zurückgefahren ist und ein vollständiges Medium zu werden. Das habe ich mir gedacht, weil es ist ja Phoenix Wrights letzter Fall. Also muss es nach der Trilogie spielen. Okay, geh mal rein. Puh. Okay. Ist lange her, dass ich mich als ein solcher Anfänger gefühlt habe. Ich muss versuchen, mich zu entspannen. Ah. Guten Morgen, Mr. Enigma.
Mr. Enigma. Hat der eine Knarre? Das ist also ihr Vater. Tut mir leid. Leider, das tut mir leid, dass es so schnell gehen musste. Ich habe die Akten erst gestern von Ihrem vorherigen Anwalt bekommen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich richtig vorbereitet bin. Mir ist klar, dass ich Unmögliches von Ihnen verlange. Ja, Sie haben mir noch gar nicht richtig erzählt, was passiert ist. Bisher haben wir nur Karten gespielt. Oh mein Gott, die ersten Sätze waren von ihm. Er hat gegen Phoenix Wright verloren. Oder? Ich weiß gerade nicht. Und das hat gereicht. Hat es eigentlich nicht. Das können Sie mir glauben. Sag mal, Borch, ja? Bin mal gespannt. Als ich Enigma sah, wusste ich sofort, was los war. Du musst ihn doch nur mit jemandem vergleichen, den du in Apollo bereits, hattest jemanden, der gerne Karten spielte. Wir hatten in Apollo jemanden, der... Moment, der in Apollo macht. Moment. Ich muss kurz in meine Screenshots gehen. Ist es der Typ, der gestorben ist in dem ersten Fall? Der Suppe gegessen hat? Der Typ aus dem allerersten Fall? Moment. Ja! Oh mein Gott, Moment. Moment. Wo... Womit machen wir das jetzt schnell? Hiermit machen wir es kurz. Ich muss das Bild kurz zeigen. Ist jetzt nicht schön. Aber der Typ ist es. Also, nicht der Linke am Klavier, das ist Phoenix Wright, aber sondern der andere Typ. Das ist er. Ich gebe ganz ehrlich zu, wäre es nicht aufgefallen. Ist er nicht gestorben? Oh. Oh no. Deswegen hatte er das Amulett, das Umhängeding. Die Kette mit dem Bild von Trucy. Oh no. Und deswegen hat es der andere Gavin ihn auch umgebracht. Weil er das rausgekriegt hat. Genauso habe ich mich auch gefühlt. Oh nein. Also damit ist zumindest klar, dass er wirklich tot ist und nicht verschwunden. Oh nein. Oh nein.
Das muss ja auch zum Schluss alles noch aufgeklärt werden. Ach, scheiße. Aber warum? Jetzt stellen sich plötzlich so viele andere Fragen. Warum, wenn er noch am Leben war, hat er sich nicht mit Trucy getroffen? Es ist ja schön, dass er sich scheinbar zumindest mit Phoenix Wright getroffen hat, aber warum nicht mit Trucy? Scheiße. Aber okay. Lässt sich nicht verändern. Es hat ein... Hat es eigentlich nicht. Das können Sie mir glauben. Oh mein Gott, der ist rot. Das ist doch nicht derselbe Anzug. Oh, guten Morgen, Papst. Ach, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Bist du in Ordnung, Papst? Hacken sie auf dir rum? Warum trägt sie dann irgendwie blau? Egal. Mir geht es gut. Wie immer. Dieser alte Junge ist schließlich hier, um mir zu helfen. Für sie immer noch der junge Mann. Guten Morgen. Du hast ja ein putziges Kostüm an. Dankeschön. Heute ist schließlich meine erste Show. Oh no. Oh, da bin ich mir sicher. Was redet sie denn da? Sie hat auch eine andere Tasche, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ach, alter Junge. Hä? Ich? Was hat er da nur angefangen? Hier. Anscheinend lässt mich das Schicksal noch eine Weile warten. Glücklicherweise sind es nur noch zehn Minuten. Allen, die mich bei meinem Lebenswerk unterstützt haben, möchte ich herzlich danken. Lebt wohl. Magnify. Ich habe auch nur so gedacht, als ich sie zum ersten Mal sah, da habe ich auch gemacht. Na, sie ist halt knuffig in diesem komischen Outfit. Und das meine ich halt, sie ist sogar noch ein bisschen knuffiger als Pearls. Was ist das denn? Sie liest sich ein bisschen wie ein Abschiedsbrief. Ach nö. Der große Magnifi Grammarai wurde wahrscheinlich auch mit diesem Aquotrizin getötet. Weiß nicht. Das habe ich dort drüben im Flur bekommen. Ich soll es dem alten Jungen mit dem Igelkopf und dem blauen Anzug geben. Es hieß, es wäre wirklich wichtig. Was ist das? Eine Notiz für Sie? Oder so? So wie es aussieht, wohl eher nicht. Was ist das? Es sieht wie eine Tagebuchseite aus. Oh, fuck. Das ist der gefälschte Beweis? Ich werde es später lesen. Notizbuchseite. Seltsames Papier kurz vor dem Prozess erhalten. Genau, okay. Notizbuchseite zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das Problem ist, eigentlich können wir die Geschichte nicht ändern. Leider. Nun... Wie ist Ihr Gefühl, was den Prozess angeht heute? Wir werden ihn überstehen. Irgendwie. Aber wir gucken uns mal kurz die Gerichtsakte an. Was haben wir hier? Das ist Magnifi Grammarai? Wollt ihr mich verarschen? Und was sehe ich hier? Ein Clown mit einem Kopfschuss. Daneben eine Puppe mit einem Kopfschuss. Eine goldene Pistole, weil ein Revolver ist es nicht, dafür fehlt die Trommel. Eine Spritze. Ein Tagebuch.
eine Medizintasche und eine herausgezogene grüne Infusion. Wollten sie den Hulk machen oder was? Tatortfote. Leiche im Krankenzimmer mit Schusswunde in der Stirn. McNiffys Autopsiebericht. Todesursache: eine einzelne Schusswunde im Kopf. Todeszeit etwa 23 Uhr bis 23.30 Uhr. Okay. Name des Opfers: McNiffy Grammarai. 67. Männlich. Geschätzter Todeszeitpunkt: 13. April zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr. Todesursache: Blutverlust durch Schusswunde. Nein. Ich bin kein Mediziner. Aber irgendwas sagt mir, bei einem Kopfschuss spielt der Blutverlust keine Rolle mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, andere Sachen verursachen da den Tod früher. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner. Ist nur so ein Gefühl. Anmerkung: bösartiger Tumor in der Leber des Opfers gefunden. Wir werden ihn überstehen. Irgendwie. Wie ich gehört habe, ist der Staatsanwalt übrigens ein neuer Mann. Aha. Also ein leichter Sieg, oder? Er wird ein echtes Vollblut in der Geschichte der Staatsanwaltschaft genannt. Natürlich ist jedes Jahr so einer dabei. Den Anwalt kurz vor dem Prozess auszutauschen. Ich weiß, dass sie damit in eine schwierige Lage gebracht habe. Doch, gestatten Sie mir, dass ich eins sage, Mr. Wright. Ja? Man kann mich heute nicht schuldig sprechen. Also geben Sie Ihr Bestes und machen Sie sich keine Sorgen. Das ist das erste Mal, dass mir ein Angeklagter Mut zuspricht. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Sie haben mich nicht verstanden. Sehen Sie, es ist unmöglich. Nee, es wird unmöglich sein, heute ein Urteil zu verkünden. Unmöglich? Ja, das stimmt doch, Trucy. Bevor wir Trucys Antwort erfahren... Shady Enigma? Shady? Moment. Hieß der beim ersten Fall auch so? Hieß der auch irgendwie so Shady Enigma? Ich bin gerade verwirrt. Der Mandant in diesem Fall. Viele kennen ihn unter seinem Bühnennamen. Zack Grammarai. McNiffy Grammarai. Das Opfer in diesem Fall starb nach einem Kopfschuss im Krankenhaus. Bei mir ist irgendwie so, als hätten wir den Namen Shady auch schon mal gehabt. Hieß der auch so? Egal. Ich wollte nämlich eigentlich nur gucken, wenn ich mich nämlich richtig erinnere. Ja, okay, da hieß er auch Shady Enigma. Shady Smith. Ah, Smith, stimmt, sonst wäre es noch offensichtlicher. Ich habe das Gefühl, hier wird umgezogen. Hier ist so ein Lärm gerade, egal. Ja, darauf kannst du wetten, Paps. Ich habe erst gestern einen ersten Blick auf den Fall geworfen. Und die Informationen, die ich bekam, waren ehrlich gesagt ganz schön dürftig. Ich werde dennoch alles tun, was in meiner Macht steht. Um ihretwillen. Ich glaube... der Vorhang wird jetzt jeden Moment gelüftet. Ich gebe mein Schicksal in Ihre kompetenten Hände, Mr. Wright. Mein Mandant ist Shady Enigma. Der Welt besser bekannt als Zack Grammarai. Ein äußerst beliebter Zauberer. Der Star der Grammarai-Truppe. Sein Mentor McNiffy Grammarai war ein großer Zauberer von seltenem Schlag. Ganz allein läutete er die goldene Ära des Bühnenzaubers ein und wurde erschossen. Und Zack Grammarai ist der Verdächtige.
19. April, 10 Uhr. Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 7. Nummer 7? Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. Das ist, glaube ich, der andere Gavin, ne? Wenn ich mich nämlich an den ersten Fall erinnere, wurde da doch irgendwie gesagt, dass der ehemalige Apollo Justice Mentor Cantillon halt der, oder? Ich bin mir gerade. Nein, es ist wirklich unser Rocker Bubi. Das Gericht verhandelt nun den Prozess gegen Shady Enigma. Ja. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Gott, wie ich ihn hasse. Aber ich hasse ihn hier weniger als in dem anderen Outfit. Ist die Anklage bereit? Ich habe mich gerade gefragt. Geht's bei diesem ganzen Theater um das hier? Irgendwie die reinste Spaßbremse. Spaßbremse? Was soll denn das schon wieder sein? Mit das Schlimmste überhaupt. Das ist ein Prozess, ja? Gott, ich nehme alles wieder zurück. Ich hasse ihn noch so viel mehr als in der Gegenwart. Wo sind denn die Schweißhände? Die klopfenden Herzen? Ein Konzert der Governors ist 10-mal aufregender als dieser Gig hier. Ja, warum machst du die Scheiße dann? Verzieh dich ins Musikgeschäft. Wer? Sind Sie gleich wieder? Cantillon. Cantillon Gavin. Ich bin gekommen, um die Party in Schwung zu bringen. Gavin? Etwa der Bruder von Strafverteidiger Christoph Gavin? Ach. Scheint so, als wäre mein Brüderchen in dieser Gegend bekannter als ich. Cantillon Gavin. Was ist Cantillon eigentlich für ein Name? Frontmann der Gaviners, einer Mega-Hitband. Sie haben sich wohl verirrt, Rockbürschchen. Ich weiß, was Sie denken. Sie haben sich wohl verirrt. Rockbürschchen. Ja. Meine erste Single, 13 schwere Jahre für die Liebe, gewann über Nacht Platin. Aber das ist nur ein Hobby für mich im Vergleich zu dem hier, ja? Und dann beschwerst du dich vorher, wo sind die Schweißhände, wo sind die klopfenden Herzen? Du Ochse! Ganz schön redselig, was? Ich mag ihren affektierten Euro-Rock-Akzent. Was? Ich wärme mich nur auf, Herr Anwalt Wright. Wären Sie wohl so nett, uns den Fall darzulegen? Achtung, Baby. Zeit für die Vorgruppe. Wie war doch gleich sein Name? Ach ja, Inspektor Gumshoe. Los geht's. Gumshoe! Altes Haus! Und Sie sind... Willst du mich verarschen, Cantillon? Du hast ihn gerade vorgestellt. Hey. Sie waren doch derjenige, der mich aufgerufen hat, Sir. Also Dick Gumshoe. Ich bin Inspektor vom Morddezernat hier im Polizeirevier. Inspektor Gumshoe. Lange nicht gesehen. Hey, du! Was, ich? Der Tag ist endlich gekommen, Junge. Heute werde ich gewinnen und du wirst verlieren. Ich bin mir meiner Aussage heute absolut sicher, okay? Was denn? Vertrauen Sie Ihrer eigenen Aussage gewöhnlich nicht? Herr Inspektor, das ist meine Bühne. Also Schluss mit den Mätzchen. Hä? Dieser ganze Hey-Du-Quatsch und so. Und Ihre Vorgeschichte interessiert mich noch weniger. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, Gavin hat Gumshoe rausgeschmissen?
Na gut, Inspektor Gumshoe, wenn Sie dann so freundlich wären. Bitte erzählen Sie uns von dem vorliegenden Fall. Es ist vor 6 Tagen in einem Zimmer des Krankenhauses passiert. Die Fakten sind ganz einfach. Das hier ist der Tatort. Das Opfer war ein Patient, der in einem Krankenbett geschlafen hat. Und dann hat man ihn erschossen? Ich will ja nicht böse sein, aber wäre die bessere Möglichkeit nicht gewesen, ihn zu ersticken? Der Mörder kommt herein, legt eine Pistole an seine Stirn und peng, Licht aus. Das sind die Fakten. Das wird noch erklärt, warum. Ja, weil ein Kopfkissen keine Fingerabdrücke hat, wahrscheinlich. Vor nicht allzu langer Zeit war das Opfer Magnifi Grammarai ein berühmter Zauberer. Das Bild haben wir auch schon gesehen. Wenn seine Show lief, klebten alle Augen im Land am Fernseher. Ach ja, der große Zauberer. Aber er hat sich doch schon vor Jahren zurückgezogen. In meiner Generation kennt keiner mehr den Namen Magnifi. Ich finde, da fehlt nur eine Silbe. Magnifi-fi, will ich mal sagen. In meiner Generation kennt keiner mehr den Namen Magnifi. Ja, aber ich bin mir sicher, dass sogar die jungen Leute seine Schüler kennen. Die Grammarai-Truppe hat sich einen großen Namen gemacht. Sei's drum, der alte Magnifi war jedenfalls das ganze letzte Jahr im Krankenhaus. Was war es gleich wieder? Sein bösartiger Tumor oder so. Hat seine Leber angegriffen, glaube ich. Genau. Das war wohl eher ein bösartiger Tumor. Was hat er denn? Ach. Sein bösartiger Humor oder so. Hat seine Leber angegriffen, glaube ich. Genau. Das war wohl eher ein bösartiger Tumor. Mit anderen Worten, er hatte Leberkrebs. Er hatte nur noch 3 Monate zu leben. Dann stellt sich sowieso die Frage, warum ihn umbringen? Aber wahrscheinlich geht es da mehr das Erbe. Magnifis Patientenakte. Diagnose, bösartiger Tumor. Übrige Lebensdauer, 3 Monate. Was mich vermuten lässt, dass der Krebs nicht mehr nur in der Leber war. Weil, ist die Leber nicht so ein Organ, wo Spenden relativ häufig sind? So, wir gucken uns erstmal das an. Name des Patienten Magnifi Grammarai, 67, männlich. Anmerkung, bösartiger Lebertumor im Endstadium, ohne Hoffnung auf Genesung. Ja, das meinte ich. Der Krebs wird wahrscheinlich nicht mehr nur in der Leber gewesen sein. Patient hat noch 3 Monate zu leben. Patient leidet an Diabetes und benötigt regelmäßig Insulin. Oh, das wird jetzt richtig dark, aber ich glaube halt wirklich, ein Patient mit Krebs im Endstadium braucht nicht nur regelmäßig Insulin. Der braucht wahrscheinlich auch wirklich regelmäßig hier Opium oder ähnliche richtig harte Schmerzmittel. Das ist alles richtig böse und deswegen rede ich gar nicht weiter, bevor das mich noch weiter runterzieht. Krebs im Endstadium ist richtig hart. Die Faktenlage scheint wirklich einfach zu sein. Aber irgendwas stimmt da nicht. Das Opfer war schon seit 3 Monaten dem Tode geweiht. Warum erschießen? Schon bald hätte er von allein an die Himmelspforte geklopft. Ich hätte es wohl nicht ganz so poetisch ausgedrückt, aber er hat recht. Warum die Mühe eines Mordes in Kauf nehmen, wenn das Opfer ohnehin im Sterben liegt? Das Opfer hatte übrigens auch Diabetes.
Diabetes. Er war gerade dabei, sich Insulin zu spritzen. Als er mit einer Pistole erschossen wurde. Die Spritze wurde am Tatort gefunden. Ist Insulin nicht eigentlich in kleineren Dosen drin? Oder? Ach, ich weiß es nicht. Aber mich irritiert halt wirklich auch diese grüne Infusion da. Und vor allem, dass sie nicht eingestöpselt ist. Hier sind so viele Dinge, die den Tod verursacht haben könnten. Inklusive der Clownspuppe. Chronische Diabetes und Krebs. So leid es mir tut, das zu sagen. Das Opfer war absolut dem Tode geweiht. Kleine Spritze. Wird für Insulininjektion verwendet. Wurde gereinigt und sieht ungebraucht aus. Okay. Ich glaube, dann ist klar, welche Frage sich uns stellt. Warum musste der Mörder diesen sterbenden Mann erschießen? Welchen Grund könnte er gehabt haben? Nun gut, Inspektor. Vielleicht können Sie uns die Umstände des Schusses aufklären. Jawohl, Sir. Zeugenaussage. Die Umstände. Zeit für mein Lieblingslied von Phoenix Wright. Okay. Das hier. Nicht das Siegeslied, sage ich jetzt mal. Das ist halt ein Banger. War das hier? Ehrlich gesagt, hat das Opfer dem Angeklagten befohlen, ihn umzubringen. Einige Tage vor dem Mord befahl das Opfer in einem Brief seinen eigenen Mord. Der Angeklagte befolgte die Anweisung und schoss dem alten Mann in den Kopf. Die Kugel wurde aus der am Tatort gefundenen Pistole abgefeuert, keine Frage. Und die Pistole gehörte definitiv dem alten Mann, Sir. Was? Sie behaupten, das Opfer hätte seinen eigenen Mord befohlen? So sind die Fakten. Ich habe hier den Brief, um den es geht. An meinen geliebten Zack. Hey! McNiffys Brief zu Gerichtsakt hinzugefügt. So. An meinen geliebten Zack, ich beauftrage dich hiermit, mein Leben zu beenden. Komm am 13. um 23.05 Uhr. Eine geladene Pistole liegt bereit. Schieße mitten in die Stirn. Du musst es tun. Und wir beide kennen den Grund dafür. Der Brief ist ein bisschen komisch geschrieben. Beauftrage dich hiermit, mein Leben zu beenden. Komme am 13. um 23.05 Uhr. Eine geladene Pistole liegt bereit. Schieße mitten in die Stirn. Du musst es tun. Und wir beide kennen den Grund. Irgendwas sagt mir, es geht um den Clown. Äußerst ungewöhnlich, in der Tat. Aber reicht so ein Brief schon aus, um dann auch wirklich abzudrücken? Ich glaube, die Antwort darauf finden wir am Schluss dieses Briefs. Ah, du musst es tun und wir beide kennen den Grund. Inspektor Gumshoe, können Sie das dem Gericht erklären? Leider weigert sich sogar der Angeklagte dazu auszusagen, euer Ehren. Eine Sache stört mich. Warum hat er nicht einfach 23 Uhr gesagt? Warum bestellt er ihn ohne besonderen Grund für 23.05 Uhr? Der Teufel steckt im Detail, Herr Anwalt. Und? Gab es einen Grund?
Was ist denn das mit dem Ohr jetzt? Es juckt. So, müssen wir es mal so. Wird wahrscheinlich zu warm unter diesen Kopfhörern. Und? Gab es einen Grund? Wie sich herausstellte, gab es in der Tat einen. Jede Nacht beginnt um 23 Uhr. Bekam das Opfer eine halbstündige Infusion. Eine Infusion? Ja, aber 23.05 Uhr ist nun wirklich keine halbe Stunde nach 23 Uhr. Da sieht man's auf dem Bild gleich neben dem Bett. Pünktlich um 23 Uhr kam ein Arzt, um die Infusion zu verabreichen. 30 Minuten später holte er dann den leeren Beutel wieder ab. Das Prozedere wiederholte sich jede Nacht, ohne Ausnahme. Ich finde das tatsächlich auch ein bisschen krass, einem schwerstkranken alten Menschen um 23 Uhr eine Infusion zu legen? Wie gesagt, ich bin kein Mediziner. Aber man sollte meinen... Ich meine, die meisten gesunden alten Menschen sind auch nicht einfach mal 23 Uhr noch wach. Weil warum sollten sie? Es lohnt sich für sie nicht und sie sind müde. Und dann macht man eine notwendige medizinische Behandlung um 23 Uhr? Wem wollte das denn erzählen? Egal. Das Prozedere wiederholte sich jede Nacht, ohne Ausnahme. Dann war das die einzige Zeit, zu der sie sich sicher sein konnten, ungestört zu bleiben. Warum? Weil niemand nachgucken würde, ob die Infusion noch läuft? Außerdem ist es ein verficktes Krankenhaus. Während er seine Infusion bekam... Na schön. Können wir dann anfangen? Mr. Wright, Ihr Kreuzverhör, bitte. Was hat es mit diesem wohlbekannten Grund auf sich? Wenigstens mir hätte er davon noch erzählen können. Kreuzverhör. Oh, das haben sie nicht verändert. Das ist auch nur aus dem neuen Teil. Früher gab es diese Einblendung der Augen nicht. Die Umstände. Ehrlich gesagt, hat das Opfer dem Angeklagten befohlen, ihn umzubringen. Moment mal! Oh, die Stimme ist auch neu. Moment mal! Nur weil er den Brief bekommen hat, heißt das noch nicht, dass er sich auch daran hielt. Ach ja, da bin ich aber anderer Meinung. Dem Opfer wurde immerhin in die Stirn geschossen, genau wie befohlen. Ja, wo sollte man dort sonst hinschießen, wenn man auf einen alten Mann im Krankenbett schießt? Ist ja nicht so, als könnte er großartig ausweichen. Vielleicht war ja auch alles gestellt. Aber gehen wir das Ganze doch langsam an. Lassen wir den Zeugen mal zu Wort kommen. Danke, Junge. Okay. Ich kann genauso gut langsam spielen wie schnell. Fahren Sie mit Ihrer Aussage fort, Inspektor Gumshoe. Einige Tage vor dem Mord befahl das Opfer in einem Brief seinen eigenen Tod. Moment mal! Die Stimme klingt falsch. Und... bei dem Absender des Briefes, handelt es sich auch sicher um das Opfer? Das war's. Hab dich. Diesmal gehörst du mir, Junge. Hä? Ich habe die Handschrift vergleichen lassen. Sie gehört zweifelsfrei dem Opfer. Ah, ich verstehe. 1-0 für mich. Ich habe nicht verloren. Ich habe nur die Fakten sichergestellt. Aber warum habe ich dann so schlechte Laune? Aber ein Brief, in dem jemand seinen eigenen Mord in Auftrag gibt? Nichts ist
mehr das, was es einmal war. Der Mann war schwer krank und hat wahrscheinlich qualvoll gelitten. Ich glaube, da wäre er nicht der Erste, der irgendwie darum bittet, dem Ganzen ein Ende zu machen. Ich glaube kaum, dass die Dinge jemals so waren, euer Ehren. Stimmt. Ich mach dann mal weiter, solange ich noch vorne liege. Ich liebe die Musik, weil es mich so an Phoenix Wright 1 erinnert. Und natürlich von der Anime-Serie, die ich immer noch nicht weitergeguckt habe. Ja, das ist die Stimme, die Phoenix in den anderen Teilen bekommen hat. Man hat sie in dem Fall aber dann doch angepasst. Er hat im Originalteil auch die originale Stimme. Das heißt, in der Phoenix Wright Trilogie hatte er dann die falsche Stimme quasi? Oder, ich kann gerade nicht folgen. Er hat definitiv eine andere Stimme als in der Trilogie. Das weiß ich. Weil die klang anders. Die Einspruchstimme. Egal, machen wir weiter. Der Angeklagte befolgte die Anweisungen und schoss dem alten Mann in den Kopf. Moment mal! Aber die Stimme kommt mir trotzdem bekannt vor. Die habe ich irgendwo anders gehört, aber bei Phoenix Wright nicht. Genau, die du jetzt spielst, hat er eine andere Stimme. Im originalen Apollo Justice Teil hatte er die Stimme aus den älteren Teilen. Also, habe ich jetzt doch einen anderen Synchronsprecher. Okay, halten wir es einfach mal fest. Ich habe einen anderen Synchronsprecher für Phoenix Wright hier als in der Phoenix Wright Trilogie. Verstehe. Okay. Belassen wir es dabei, weil sonst steige ich nicht mehr mit. So. Wie können Sie da so sicher sein? Exakt, okay. Hey, lerne lieber dich nicht immer auf andere zu verlassen, Junge. Lerne selbst zu denken. Streng mal die kleinen grauen Zellen an. Sie haben das Konzept einer Befragung anscheinend nicht ganz verstanden, Inspektor. Sein Einspruch mag ich einfach nicht. Ja, eben. Achso, Einspruch hat man nicht. Wir hatten es jetzt bloß Moment mal. Einspruch ist halt der Klassiker. Erstens, wir haben diesen Brief. In dem steht klar und deutlich, schieße in Stirn. Das ist mir klar, aber für mich wäre das noch lange kein Grund, das auch zu tun. Tja, vielleicht solltest du dir mal eine Rückgrat zulegen, Junge. Nur weil ich nicht Leute ermorden möchte? Da hat wohl wer den Schuss nicht gehört. Außerdem fanden wir am Tatort die Pistole des Angeklagten. Die Pistole war erst kürzlich abgefeuert worden, wie die Schmauchspuren verraten. Nun, Mr. Wright. Soweit ich anhand dieses Fotos feststellen kann, scheint es keinen Einwand zu geben. Meine Fernbedienung geht aus. Mein Fernseher meine ich. Scheint es keine Einwände gegen die Darstellung der Anklage zu geben. Das Foto. Vielleicht kann ich da irgendwas finden. Man geht also davon aus, dass dem Opfer in die Stirn geschossen wurde. Zeit, das Loch im Netz der Anklage zu finden. Er schoss auf etwas anderes. Beim Betrachten des Fotos kommt mir noch eine andere Möglichkeit in den Sinn. Ja? Was sagt uns der Brief? Es gab einen wohlbekannten Grund, warum der Angeklagte den Wunsch befolgen musste. Bingo, Junge. Deswegen hat der Angeklagte ihm eine in die Stirn gepustet. Ach ja, die Verteidigung sieht das anders. Der Angeklagte hatte nämlich noch eine andere Möglichkeit. Einspruch. Welche denn? Können Sie die anhand dieses Fotos beweisen? Ich kann beweisen, dass er eine andere Möglichkeit hatte, ja.
der Angeklagte mag vielleicht, wie befohlen, abgedrückt haben. Aber er hat dem Opfer nicht in die Stirn geschossen. Lassen Sie hören, Mr. Wright. Wenn der Angeklagte dem Opfer nicht in die Stirn schoss, wohin schoss er dann? Dahin. Nimm das! Oh Gott. Nimm das! Die Clownspuppe! Sehen Sie genau hin. Da. Der wurde auch in die Stirn geschossen. Und trotzdem wurde in einem verfickten Krankenhaus geschossen. Du weißt warum? Und erschieß ihn bitte direkt hier im Krankenhaus, wo es die größtmögliche Panik verursacht, wenn du einen Schuss abfeuerst. Ah, da ist ein Loch in der Stirn. Ja, und ein Loch in der Argumentation der Anklage. Einspruch. Und Sie können uns bestimmt auch sagen, warum er auf eine Clownspuppe schoss. Er schoss nicht einfach nur auf die Puppe. Er schoss der Puppe in die Stirn. In die Stirn? Lesen wir noch einmal die Anweisungen, ja? Schieße mitten in die Stirn. Genau das hat er auch getan. Er hat der Clownspuppe direkt in die Stirn geschossen. Die Verteidigung hatte eine wirklich faszinierende Möglichkeit zutage gebracht. Das Loch im Clown sieht wirklich aus wie ein Einschussloch. Gerichtsdiener! Lassen Sie das jemanden untersuchen. Warum hat das noch niemand getan? Einspruch. Ich gebe zu. Ich bin beeindruckt, aber ich habe nichts anderes erwartet. Und dafür machst du einen Einspruch? Das beweist aber immer noch nicht, dass er nicht auch das Opfer erschossen hat. Einspruch! Einspruch! Vielleicht musste er in eine Stirn schießen, wie befohlen. Aber der Brief sagt nicht, in wessen Stirn. Nur so konnte er den Befehl befolgen, ohne jemanden umzubringen. Das Einschussloch in der Stirn der Clownspuppe verlangt nach einer Erklärung. Ich muss sagen, Einspruch finde ich mit dem Sprecher besser als dieses Momentmal. Weil ich finde, dieses Momentmal klingt falsch. Aber es ist vielleicht einfach ungewohnt. Mein Kabel hat sich verfuddelt. Dabei könnte es sich in der Tat um einen Indiz handeln. Aber Staatsanwalt Gavin hat recht. Das allein beweist noch nicht die Unschuld des Angeklagten. Sie können nicht ausschließen, dass der Angeklagte das Opfer erschossen hat. Tut mir sehr leid, Mr. Wright. Der Fall einer Legende ist ein so trauriger Anblick. Ach, halt die Fresse, Gavin. Nicht so traurig wie die Arroganz eines Anfängers. Ja. Er hat noch keine Ahnung, was für große Konsequenzen dieses kleine Loch haben wird. Inspektor Gumshoe, bitte bedenken Sie diese neue Tatsache, wenn Sie mit Ihrer Aussage fortfahren. Was ändert es, wenn er auf den Clown geschossen hat? Er ist trotzdem der Mörder, Junge. Moment mal! Verstehe ich das also richtig? Sie behaupten, mein Mandant hätte erst auf den Clown und dann auf das Opfer geschossen? Hey, gar nicht mal so übel zusammengefasst, Junge. Eher eine Bestätigung als eine Zusammenfassung, aber was soll's. Das war eher eine Bestätigung als eine Zusammenfassung. Aber unser Verteidiger scheint mit sich zufrieden zu sein. Lassen Sie die eigentlich jemals eine Gelegenheit... Nochmal. Das muss nie sein, oder? Lassen Sie... Achso, sie muss das sein. Lassen Sie eigentlich jemals eine Gelegenheit aus, sich über mich lustig zu machen?
Ach komm, Phoenix, da hast du Schlimmeres erlebt. Ich muss jetzt mal meine Kopfhörer verwudeln. Entwudeln. Stört mich! Warum sind die so zugedreht? Ernsthaft, was ist das? Besser. So. Ah. Gut, da Mr. Wright sich das nun endlich aus dem Kopf geschlagen hat, können wir dann jetzt endlich mit der Aussage fortfahren. Ich hatte nicht die Zeit, alle Details zu klären, bevor ich hergekommen bin. Möglicherweise bleibt diese Aussage meine einzige Informationsquelle. Also gut, aufgepasst. Und den Brief ganz genau gelesen. Ehrlich gesagt, hat das Opfer dem Angeklagten befohlen, ihn umzubringen. Okay, befolgte die Anweisung. Die Kugel wurde aus dem Tatort... Die Kugel wurde aus der am Tatort gefundenen Pistole abgefeuert. Keine Frage. Das hatten wir, ne? Befolgte die Anweisung und schoss auf ihn. Ja doch, das hatten wir. Das war nämlich das mit dem... Moment mal! Sie meinen die Pistole hier auf dem Tatortfoto? Das ist sie. Eine seltsam aussehende Waffe, unverwechselbar. Die Kugel aus dem Opfer wurde mit einer von dieser Waffe abgefeuerten Kugel verglichen. Die Riefenspuren der beiden Projektile sind absolut identisch. Anders gesagt, sie konnten also die Mordwaffe bestimmen. Und wie wir das konnten. Und die Pistole gehörte definitiv dem alten Mann, Sir. Moment mal. Ich kenne die Stimme von irgendwoher. Der spricht irgendwas anderes. Warum sind Sie sich so sicher? Haben Sie die letzte Zeit auf dem Mond verbracht, Junge? Haben Sie noch nie von Zack und Valens Sekundenduell gehört? Hä? Was soll das sein? Eine der Spezialitäten des Angeklagten. Zack und Valens stehen sich gegenüber, dazwischen ein Mädchen. Trucys Mutter. Da bin ich mir sicher. Aber wer weiß. Wer weiß. Dann schießen sie. Aber die Kugeln treffen sie nicht. Stattdessen treffen sie alles auf der Bühne. Das ist eine der Pistolen, die sie in ihrer Show benutzt haben. Schickes Design, hm? Die Kinder lieben es. Ich habe gehört, dass viele wegen dieser Pistole später Polizisten werden wollen. Was? Das würde jedenfalls einiges an unserer Polizei erklären. Die Grammarite-Truppe hat den Trick vor einiger Zeit aus dem Programm genommen. Der alte Mann hat die Pistole als Erinnerung aufbewahrt. Das Gericht würde gerne die fragliche Pistole sehen. Sofort, Sir. Hier ist sie. Das ist wirklich ein Schuss aus der Vergangenheit. Das ist eine Pistole, speziell für Zaubershows. Aber man kann damit auch scharf schießen. Sieht viel größer aus als im Fernsehen. Ja, aber es passt nur eine Patrone rein. Es befindet sich übrigens keine Patrone mehr im Lauf. Und die Schmauchspuren lassen darauf schließen, dass sie kürzlich abgefeuert wurde. Ach ja. Wurden auf der Waffe irgendwelche Fingerabdrücke gefunden? Leider nicht. Wobei der Angeklagte bekannt dafür ist, ständig Handschuhe zu tragen. Man könnte sogar sagen, dass das Fehlen von Abdrücken eine Art Fingerabdruck ist. Ja, weil ja sonst keiner sich Handschuhe anziehen kann. Oh Mann, 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 Mann. Aha, faszinierender Punkt. Gut gemacht.
Nein. Hey, 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 hey. Nicht gut gemacht, nicht faszinierend. Jedenfalls akzeptiert das Gericht dieses Beweisstück. Folgt eine echte Kugel. Riefenspuren passend zu Kugel im Opfer. Keine Fingerabdrücken. Mein Enkel hätte seine wahre Freude an diesem Stück. Ach, bitte nicht. Aber wir sollten uns jetzt besser wieder der Aussage widmen. Kann ich die? Oh, ich habe vergessen, dass es ja hier geht. Wenn du genau hinschaust, kannst du sehen, wie die Pistole hier gebogen ist. Eine Einschusspistole. Also, das ist die berühmte goldene Pistole der Grammarize. Es heißt, dass die Kinder voll darauf abfahren und so tun, als hätten sie eine. Ich frag mich, ob die wohl auch so tun, als würden sie daneben schießen. Kann ich in den Lauf gucken? Ich hab's gleich. Nee. Gleich. Nein. Okay, besser wird's wohl nicht. Gut. Tolle Pistole. Okay. Was ändert es, wenn er auf den Clown geschossen hat? Er ist trotzdem der Mörder, Junge. Gut, und das war's, was wir haben. Mehr haben wir nicht. Wir haben alles gefragt. Wir kennen den Grund. Ich möchte mal einfach kurz anmerken, das Schussloch in der Clownspuppe sieht realistischer aus als das Schussloch in dem alten Mann. Mal davon abgesehen, wie sauber das Krankenhausbett trotzdem noch ist, aber das schieben wir mal einfach darauf, dass das Spiel ist. Moment mal! Verstehe ich das also richtig? Sie behaupten, mein Mandant hätte erst auf den Clown und dann auf das Opfer geschossen? Oh, verdammt, dafür brauche ich die Pistole. Hey, gar nicht mal so übel zusammengefasst, Junge. Eher eine Bestätigung als eine Zusammenfassung, aber was soll's. Okay. Ich verstehe nicht, warum er den Brief da so erwähnt. Wenn er auf den Clown geschossen hat. Er ist trotzdem der Mörder. Und das funktioniert halt nicht. Weil er müsste nachladen. Und kann mir doch keiner erzählen, dass bis er nachgeladen hat, nicht irgendjemand in dieses Zimmer kommt. Die Gefahr ist da. Deswegen nehmen wir jetzt mal die Pistole. Einspruch! Die schwierigsten Fälle wirken meist am einfachsten. Staatsanwalt Gavin, Sie haben das Einschussloch in der Stirn des Clowns übersehen. Wäre Ihnen dieser Fehler nicht unterlaufen, sehe Ihr Fazit gänzlich anders aus. Verstehen Sie? Ja, aber wie ich schon sagte, Junge, nachdem er den Clown in die Stirn geschossen hat, hat er... Einspruch! Nichts dergleichen mit dem Opfer angestellt. Die Pistole beweist das. Die Mordwaffe? Wie? Ganz einfach, Euer Ehren. In die Pistole passt nur eine Kugel. Ah. Wenn er dem Clown in die Stirn geschossen hat, kann er danach unmöglich auch das Opfer erschossen haben. Ah.
Einspruch. Das ist kein Widerspruch, nicht mal ansatzweise. Er hätte nach dem ersten Schuss doch einfach nur nachladen müssen. Einspruch! Einspruch! Ach, und wo hatte er die zweite Kugel her? Die sind nicht so leicht zu bekommen. Wenn Sie behaupten, der Angeklagte hätte eine zweite gehabt, dann erklären Sie uns doch bitte, wo er die her hatte. Naja, er gehört zur Zaubertruppe, ne? Ich wusste doch, dass die Sache nicht vorbei ist. Nein, die Partie fängt erst an. Und ich konnte noch gar nichts beweisen, außer Attraktivität und Schaderfolgen natürlich. Und dem Vollständigen fehlen jeglicher Bescheidenheit. Was ist das? Die Anklage hat anscheinend noch einen weiteren Zeugen. Wie ich schon sagte, der Herr Inspektor war nur die Vorgruppe. Jetzt, wo das Publikum langsam auf den Geschmack gekommen ist, kann es losgehen. Losgehen? Womit? Mit meinem entscheidenden Zeugen natürlich. Ein Zeuge, der, wie Sie sehen werden, eine Sache einwandfrei beweisen kann. Dass Zack Grammarai dem Opfer in die Stirn geschossen hat. Also gut. Wir unterbrechen die Verhandlung. 15 Minuten Pause. Das könnte meine Glückspause werden. Die 15 Minuten brauche ich, um mich mit meinem Mandanten zu unterhalten. Zack. Die Sitzung ist geschlossen. Fortsetzung folgt. Das sind wunderbar kurze Teile gerade. Das gefällt mir. Sehr schön. Ich würde sagen, nach einer kleinen Aufnahmepause geht's hier direkt weiter mit, ich wollte Prince of Persia sagen, aber das ist ja komplett falsch, mit Apollo Justice, Ace Attorney, hier im Falle Phoenix Wright, der geilste Anwalt der Videospielgeschichte. Also, nicht weglaufen und bis gleich.